meine Datepartnerin für heute. Komischerweise liegen jetzt auch Krümel in deinem Bett. Mehr so der Vibe, das für mich geht gar nicht. Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu eurem neuen Vlog von uns. Wir hoffen, euch geht's allen gut. Habt die Helly Belly gerade, nee, wir haben erst gefrühstückt, dann habe ich sie jetzt fertig gemacht. Sie hat euch Kiri Toast gegessen. Vollkorntoast mit Kiri. Hat ihr sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe sie jetzt gerade fertig gemacht, zeige euch gleich auch noch ihr Outfit. Sie ist heute ganz in Blau und ich werde mir jetzt auch was raussuchen. Heute ist das Wetter gut, aber ein bisschen bewölkt und ein bisschen kühler. Deswegen habe ich schon eine Outfit-Idee. Schauen wir mal. Nein, Schatz. I tried to be your everything, gave my everything. I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, empty. Ich mache mich jetzt ready, Mädels, und wollte euch nebenbei mal so ein bisschen erzählen, was heute auf dem Tagesplan steht. Mama Lishes und meine Schwester sind beim Neurologen, weil die Vermutung halt im Raum steht, dass die Vajo Migräne hat. Und es muss ja richtig abgeklärt werden, dass man weiß, was man an Medikamenten nehmen kann. Und deswegen sind die jetzt da. Vajo ist dann auf der Arbeit und wir wollen dann zu Ikea, weil ich habe ja jetzt offiziell seit dem 1.4. ein Büro. Ja, seitdem habe ich ja mein Büro und ich hatte schon mal ein bisschen geguckt nach dem Sofa und so, habe aber leider nichts gefunden. Ich war bei Poco schon, hatte mir da Plissés gekauft, habe die natürlich zu groß gekauft. Deswegen muss ich die halt auch noch umtauschen. Wollte generell noch mal so ein bisschen gucken nach einem Schreibtisch. Ich will halt eine Podcast-Ecke da reinmachen und so. Und deswegen muss ich langsam mal vorangehen. Ich habe mir auch was auf Schirm bestellt, so Bilder und so ein Schild. Aber das muss ich jetzt irgendwas tun. Erschreckt euch nicht, Mädels, ich bin jetzt geschminkt. Das ist der Sinn von Make-up, dass man anders aussieht. Ich bin jetzt ready. Die Kleine ist auch langsam müde. Deswegen glaube ich, lege ich die jetzt erstmal zum Mittagsschlaf hin. Gib ihr dann Mittagessen und dann fahren wir erst. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, weil sonst hat sie ja dann unterwegs Hunger. Da fragen mich immer ganz viele, wie ich das mache. Tatsächlich haben wir gar kein Problem damit, irgendwo hinzufahren. Was machst du, Schatz? Ja, ich gucke halt meistens, dass sie halt erst den Mittagsschlaf macht, dann ihr Mittagessen isst und dann ist sie auch wirklich so 3, manchmal sogar 4 Stunden satt. Und dann machen wir halt in der Zeit irgendwas. Gehen shoppen oder fahren jemanden besuchen oder wie auch immer. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wir sind jetzt bei Coco Domäne, beziehungsweise noch im Parkhaus. Wir gehen jetzt zu Coco. Ich gebe jetzt hier meine Rollos zurück. Mama Lishes schiebt gerade die kleine Babymaus. Dann wollen wir gleich was essen gehen und dann fahren wir zu Ikea. Und nehmen euch auf jeden Fall dabei mal mit. Ne? Heute mal wieder einen Tag mit der Lishes Fam. Oder Mama Lishes? Mädels, wir haben gerade erstmal eine dicke Diskussion gehabt wegen den Rollos, wegen dem Umtauschen. Ich finde es auch ein Unding, dass man heutzutage noch was kauft irgendwo und dann einen Kassenzettel hat und es zurückgeben will, weil es nicht passt und du kriegst dann einfach nur Ware gegen Ware oder einen scheiß Gutschein. Das finde ich total kacke. Naja, auf jeden Fall gucken wir jetzt gerade nochmal nach Sofas, aber irgendwie ist nicht so wirklich was dabei. Oma Lishes möchte Rollrasen. Ja, genau. Ja, ich hoffe, das passt auch. Aber auf jeden Fall so ein Rasen. Also ich sag euch, wie es ist, Mädels, ich bin hier, es war immer, ich habe den Laden immer gefeiert, aber das ist nicht mehr so, nee, nicht mehr so der Vibe, das für mich geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich echt Hunger, muss ich sagen, ich fühle mich schon richtig schlapp. Ich habe euch gleich das Outfit von Baby Mouse gezeigt, die hat heute einen Trenchcoat an und darunter so einen blauen Zweiteiler. Meine Datepartnerin für heute. Wir essen türkisch. Ich habe einen Apfelbacken gewiss in dem Video. Komm mal. Mach so. Weil du doch keinen Apfelbacken gewiss. Na ja. Guck mal, die Videos von früher. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde. Oh Gott. Ich hoffe nicht. Mir tun so die Schultern weh, als würde jemand auf meinen Schultern sitzen. Aber vielleicht habe ich auch einfach noch eine Vorspeise bekommen. Die haben wir schon fast vernichtet. Und wir haben das erste Mal Weinbergblätter probiert. 11 von 10. Zurzeit habe ich meine ganzen
Leute verrückt gemacht, dass ich das unbedingt mal probieren will. Und nur sagen, die schmeckt gut. Ich wollte eine Runde fahren. Wir überlegen nur, dass ich ein bisschen reinpasse. Good morning, Mädels. Auf jeden Fall ist meine kleine Babymaus krank. Das erste Mal ist sie krank. Ja, und es ist, oh, es tut mir einfach so leid. Also es geht noch, sie hat kein Fieber, sie hat auch eigentlich keinen Schnupfen. Sie hat halt voll Husten. Aber es ist noch in einem Rahmen, wo es noch in Ordnung ist. Deswegen bin ich auch nicht zum Kinderarzt heute gefahren, weil ich alles hier habe. Ich habe mir wirklich so ein ganzes Apothekensortiment aufgebaut. Im Laufe der Zeit so, weil ich halt so für alles vorbereitet sein möchte. Und das ist auch gut so. Ja, ich habe auch so ein bisschen... Ja, nicht Halsschmerzen, so Halskratzen so. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm wird. Ja, und dann hat sie halt gestern die ganze Zeit meine Nähe gesucht, heute Nacht. Ne? Dementsprechend war auch meine Nacht, weil sie ist kein Baby, was irgendwie oft wach wird oder so. Aber sie ist so oft wach geworden und hat dann geweint. Dann war ihr zu warm. Dann habe ich ihr noch ein Zäpfchen gegeben. Aber jetzt geht's Gott sei Dank. Jetzt starten wir in den Tag. Ich habe heute viel zu tun. Mit Content und so und auch mal ein bisschen aufräumen, ne? Meine kleine Mausi jetzt hingelegt für ein Mittagsschläfchen. Die hat gerade das erste Mal eine kleine Rotznase gehabt. Oh, Mausi. Leg dich doch hin, Schatz. Einfach nur schlimm, wenn die Kinder krank sind. Hier, mein Schatz. Ich lade jetzt auf jeden Fall gerade mein iPad. Warte, bis die Kleine eingeschlafen ist. Und lade in der Zeit mein iPad und gucke nach einem Sofa fürs Büro. Und danach werde ich mich fertig machen und dann Content machen. In der Zeit, in der sie schläft, ich denke, sie wird eh nicht so lang schlafen, weil, Schatz, das ist Mamas iPad, weil sie halt durch den Husten auch gestern, zum Beispiel heute Nacht, sehr, sehr oft wach geworden ist. Ich habe sie extra ein bisschen höher gelegt. Ich habe geguckt, dass sie halt nicht schwitzt, ne? Dass das alles hier so ein bisschen frei werden kann, aber ja, ist halt... Was machst du, Maus? Oh, ich liebe dich, mein Schatz. Ich liebe dich. Oh. Gesundheit! Ui! Da bist du ja! Hallo! Nee, Schatz, da kannst du nicht dran. Das ist Mamas iPad. Das ist ein bisschen zu groß für dich. In clouds in the sky, yeah. Everything is right. Imagine stars lighting up the... Mausi, soll die Mama dich mal richtig hinlegen? Oh, mein kleiner Schatz. Should I know you took her to be true? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me? Die Maus und ich waren jetzt in der Apotheke Mädels und haben Hustensaft besorgt. Weil drinnen kam sie auch nicht zur Ruhe, sie konnte nicht schlafen, ich konnte kein Content machen. Deswegen sind wir jetzt draußen. The sun is so strong. Aber das Licht ist gerade richtig schlecht. Auf jeden Fall sind wir wieder zu Hause. Ich mache uns jetzt zum Mittagessen ein paar Spaghetti Aioli, natürlich nicht für die Kleine, aber für uns. Und heute Abend gibt es ganz ungesund gehörtes Pommes. Dann isst die Kleine ein paar Pommes mit. Ich muss sagen, hier draußen wird es uns nicht am Husten nicht. Das ist sehr, sehr gut. Ich werde jetzt auch gleich den Vlog für euch schneiden. Also gegen Abend, wenn ich fertig gebloggt habe, damit der online kommt. Ich habe da auch wieder richtig Bock drauf. Und wenn mein Büro jetzt komplett fertig eingerichtet ist, dann kommt auf jeden Fall safe einmal die Woche ein Video. Coco. 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 Cookie. Wo ist meine Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Geklappt, Mädels. Hey, die Maus hat geschlafen. Aber wir sind jetzt beide wieder wach. Ich bin nämlich mit eingeschlafen. Mhm. Super.
Ich habe meine Maus jetzt hingesetzt, die ist jetzt noch so ein bisschen am Spielen. Ich habe mich gerade schon ein bisschen abgeschminkt. Ach, Leute, ich muss mich erstmal damit anfreunden. Das ist so schlimm für mich. Ich glaube, für mich ist es noch schlimmer als für sie, aber ich muss auch dazu sagen, sie kriegt auch immer direkt Panik, wenn ihre Nase zu ist. Ihre Nase war schon mal zu, wegen den Zähnen. Und sie kriegt dann auch direkt Panik. Und ich habe auch das Gefühl, diese Nasentropfen nicht so richtig helfen, weil ich weiß dann auch nicht, wenn ich, weil das ist wie ein Nasenspray, nur dass halt so Tropfen rauskommen und nicht so ein Sprühstoß. Und ich habe das Gefühl, da kommt gar nichts raus. Wisst ihr, also ich habe ja nicht die Garantie, dass da wirklich was rauskommt. Total komisch. Heute ist Tag 3 und ich muss ehrlich sein, wir haben die Krankheit von Hailey Bailey fast überstanden, aber ich habe das Gefühl, ich werde krank. Was machst du da? Mach das mal wieder da rein. Nein, mach das mal wieder da rein, das gehört der Mama. Machen. Komm, ich gebe dir was anderes. Es regnet es jetzt, wo wir draußen sind. Ist ja klar. Ich habe bei Action etwas Snacks besorgt. Für heute Abend. Heute Abend kriege ich mich Besuch. Wenn du schon mehr kommst, ich brauche gar nicht mehr groß drum rumreden. Also die FBI-Agenten müssen da kommen. Ja, wir gehen jetzt noch schnell einkaufen. Ich muss mir auch mal was zu essen. Ich habe so einen Hunger. Schnell zu Rossmann. Ich brauche Reiswaffeln. Natürlich trotzdem wieder mehr mitgenommen, als er eigentlich braucht. Das ist, glaube ich, immer so. Passt auf, jetzt gibt es keine Reiswaffeln. Tada! Diese hier. Ihr müsst gucken, dass ihr die nehmt, wo viel Schokolade drauf ist. Dann sind sie am besten. Jetzt wieder zu Hause und meine Maus schläft tatsächlich auch schon. Ich habe jetzt Sicherung gekauft für die Schubladen, ne? Weil das war die ganze Zeit so, so nervenaufreibend. Aber ich wollte die ganze Zeit Sicherung, die man nicht sieht von außen. Ich habe magnetische jetzt gekauft, die sieht man trotzdem. Und das ist der größte Scheißdreck, weil die jetzt schon nicht mehr funktionieren. Also es ist voll der Müll. Hier seht ihr es eigentlich. Soll man das jetzt so hier dran halten, dass es auf ist, ne? Und dann kann man das öffnen. Aber man kann es jetzt auch so öffnen, weil dieses Teil hier, was eigentlich klebt, nicht hält. Ja, ich bin mit Hunger einkaufen gegangen. Richtig. Ja, das ist nicht so gut. Komischerweise liegen jetzt auch Krümel in deinem Bett. Papier würde ich hier wieder reinschmeißen. Lässt du's? Meine Handymaus jetzt hingelegt und habe uns vorhin auch Snacks gekauft. Für prominent getrennt, das gucken wir jetzt nämlich. Trash-TV. Lieben wir. Auf jeden Fall, ja, schauen wir das jetzt. Hailey Maus schläft, glaube ich, auch gleich. Die ist nämlich sehr müde, hab der gerade noch ein paar Medikamente gegeben. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon für diesen Tag, Mädels. Ich habe heute nicht so viel gefilmt, ich weiß. Ich hoffe trotzdem, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich würde mich super meinen Daumen nach oben freuen. Oder wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen.